Hi. Heute sind wir eigentlich bei Tag 13, wo ich vor 13 Tagen reingeguckt habe. Wäre ja eigentlich der nächste Volksrhythmus in 14 Tagen. Aber wie ich ja bei jedem Volksrhythmus der regenerativen Bienenhaltung das getaktet habe, kann man eigentlich am Kontrolltermin immer 2 Tage nach hinten ziehen oder 2 Tage obendrauf zählen. Und so kann man sich seinen Geschäftsalltag zurechtbiegen und natürlich auch ein besseres Wetter auch immer ausnutzen. Heute haben wir jetzt das perfekte Wetter und wo ich vor 13 Tagen reingeschaut habe, waren da noch gar keine Schwarmzellen drin, aber die werden jetzt schon soweit sein. Und ich habe tatsächlich schon vor der Videoaufnahme mal die Klappe hier aufgehabt, das war gestern, deswegen weiß ich, dass das Bienenvolk jetzt im Schwarmtrieb drin ist. Ich habe auch hier jetzt schon was vorbereitet und zwar kann ich euch jetzt auch mein Königin-Vermehrungs-Homehive vorstellen, was de facto eigentlich dieselbe Kiste ist wie das Produktions-Homehive, nur mit einem Unterschied. Ich habe hier verschiedene Kammern drin, darf jetzt nicht durcheinander bringen, weil ich habe hier schon beschriftet. Hier ist die Kammer schon vorpräpariert für Schwarmzellen mit ein paar Bienen und Brut von diesem Volk. Hier habe ich gerade von einer Kundin ein Bienenvolk mit Schwarmzellen zurückgeholt. Also nicht das ganze Bienenvolk, nur die Brutwaben mit Schwarmzellen drauf. Da habe ich auch schon die Mutterkönigin hier hingeschriftet. Also ihr könnt jetzt gleich Highlife sehen, wie ich auch Bienen vermehre. Wir fangen jetzt mit dem Völkchen hier an und setzen die hier in mein Königin-Homehive rein. Und dann machen wir auch gleichzeitig die Durchsicht bei dem Volk hier. Und was man auf jeden Fall hier schon mal sagen kann, ist, die haben ja Schwarmzellen, bedeutet, ich werde jetzt hier dieses Bienenvolk innerhalb der nächsten 7 Tage wieder durchgucken, bevor mir dann ein Schwarm rausgeht. Die Königin hier drin ist absolut vermehrungswürdig, eines meiner schönsten Völker. Ihr werdet ja auch gleich sehen, wie voll die sind. Unter Umständen kann man sogar gleich einen zweiten Honigraum draufpacken. Das schauen wir uns jetzt mal an. Genau, bevor ich jetzt hier aufmache, möchte ich euch auch noch mal kurz die Schwarmzellen zeigen, dass ihr wisst, wie das aussieht. Das Schöne ist bei dem Homehive-Modell, wir können wirklich mit der Hinterklappe mit einem einzigen Blick feststellen, ob unsere Tiere in der Schwarmzeit gerade sich befinden. Und das geht auch relativ einfach. Die Schnappe aufmachen und dann volle Sicht aufs Bienenvolk gewähren. So sieht dann ein voll ausgebautes Homehive aus. Und man kann hier das schon sehen. Seht ihr hier die Näpfchen? Die eben jetzt keine Näpfchen mehr sind, sondern wirklich ausgezogene Schwarmzellen. Und wenn man eine einzige sieht, dann kann man davon ausgehen, dass da auch noch viel mehr sind. Das ist ähnlich wie bei der Kippkontrolle. Wenn in der oberen Kiste bei 2 Sägeberge-Segmenten als Beispiel, Zander oder Dardan, was auch immer, wenn das ein Kippsystem ist, auf Kisten aufgebaut, ihr klappt die obere Kiste an, seht hier Schwarmzellen, dann hat auch die Kiste unten Schwarmzellen. Und bei dem Homehive ist es einfach nur spiegelverkehrt. Wenn ihr hier auf der einen Breitseite Schwarmzellen seht, dann könnt ihr davon schlussfolgern, dass die Schwarmzellen auch auf der anderen Seite sich befinden. So, hier machen wir es aber erstmal zu. Weil wir wissen ja, Schwarmtrieb ist auf jeden Fall vorhanden. Und dagegen muss man es unternehmen. Ist ja schön, wenn die Tiere von Natur aus abschwärmen. Aber sehr unschön, wenn sie dann eben absterben. Die Überlebensrate von einem Naturschwarm, der nicht eingefangen wird, ist leider extrem gering. Und deswegen sollte man, wenn man seine Bienen liebt, lieber eine andere Methode wählen, wie zu sagen, hey, schwärm einfach mal. Es gibt Alternativen. Was wir jetzt heute machen, ist, wir nehmen jetzt ein paar Brutwaben raus mit den Schwarmzellen, um den Schwarmtrieb runter zu drosseln. Das ist schon mal das eine. Und wie man jetzt den Schwarmtrieb komplett rausnimmt, das machen wir in den nächsten 7 Tagen oder in den nächsten 14 Tagen. Das hängt jetzt ein bisschen von ab, was ich jetzt gleich feststelle in dem Bienenvolk. So, und als allererstes nehmen wir jetzt hier von dem Fremdbienenvolk mal unsere Zellen raus und hängen die in mein Homehive-Königinnenvolk. Mein Homehive für die Königin, zumindest dieses hier, das darf nachher hier oben auf meinem Balkon fliegen. Dann habe ich es auch direkt immer vor Ort. Ist auch ganz praktisch, wenn man dann mal ja, irgendwie eine Königin mal schnell braucht, morgens, bevor man zu einem Kunden fährt. Dann kann ich immer hier auf meine Königin-Reservoir zurückgreifen. Ihr seht schon, hier sind jetzt diese Schwarmzellen.
wunderschönen echte Naturschwarmzellen. Die hängen wir jetzt direkt hier rein. Dann haben wir hier nochmal Schwarmzellen, hier an der Seite. Und hier oben sind auch nochmal Schwarmzellen. Die nehmen wir auf einen anderen Platz. Weil wir wollen ja mehrere Völkchen vermehren. Also sprich, es ist zwar dieselbe Genetik, aber ich möchte ja mehrere Königinnen haben. Ihr habt gesehen, hier waren jetzt 3 Zellen drauf, hier waren 4 Zellen drauf. Das ist das, was ich mache. Bei mir gibt es das nicht, dass ich nur eine einzige Königinzelle in der Vermehrung drin lasse. Das mache ich bei Kundenbienenvölkern, aber nicht bei meinen eigenen. Weil da ist mir die Selektion einfach viel zu viel wert, weil ich möchte ja, dass meine Königinnen untereinander kämpfen. Weil nur so habe ich letzten Endes auch die schönere, stärkere, bessere Königin. Ihr seht, hier ist auch nochmal eine wunderschöne Zelle. Okay, jetzt haben wir hier schon mal Volk 1 gegründet. Wenn ich jetzt irgendwo Futterwaben habe, zum Beispiel Randwaben von dem Volk, wo Honig drauf ist, dann kann ich die hier reinsetzen als Futterwabe. Wenn die Bienen eine fließende Tracht haben, brauche ich die nicht füttern, dann holen die sich automatisch ihr Futter. Wenn jetzt aber die Aktion mache bei Schlechtwetter oder in einer Nicht-Trachtzeit, also in einer Trachtlücke, in einem Trachtloch, dann muss ich ihr füttern. Und das geht auch relativ einfach, weil ich kann hier die ganz normalen Futterkisten oben drauf stecken. Da habe ich mir 2 Hölzer an die Seite reingemacht, also 2, dass sozusagen die Bienen nur in ihr eigenes Segment hoch können und da ihr Futter zützeln. Und ja, so kann man sogar, wenn man die Futterkiste oben drauf stellt, auch wirklich ganz genau sagen, hey, nur das eine Segment bekommt das Futter oder das zweite oder beide oder auch alle 3. Das kann man halten, wie man mag. In allen Fällen machen wir jetzt wieder die Platte drauf. Ihr seht, jetzt haben wir hier noch ein paar Bienchen rumfahren. Die jetzt rauszuholen macht eigentlich nicht so viel Sinn, weil die verziehen sich so bald. Und die, wo drin bleiben, die bleiben gerade drin, weil mit der Kiste geht nachher meine Arbeit weiter. Und solange noch Frühling ist, kann ich auch ohne Probleme die Bienen hin und wieder mal mischen. Da muss man allerdings ein paar Sachen berücksichtigen. Also wild mischen sollte man jetzt nicht, da muss man echt wissen, was man tut. Die lassen wir noch offen, weil da fehlt ja offensichtlich noch eine Wabe. Ihr habt ein gutes Königin-Ergebnis eigentlich nur dann, wenn ihr auch genügend Bienen drin habt in so einem Königin-Ableger, sage ich mal. Deswegen ist vielleicht die Überlegung, ob man nicht hier auch noch ein paar Bienen reinschmeißen. Das machen wir jetzt hier über dieses Bienenvolk, wo ja der reguläre Kontrolltermin ist. Das Mandala, wo ich hier für euch mal gesagt habe, das ist was Spirituelles. Ich kann immer noch nicht sagen, also keine wissenschaftliche feste Aussage, ob das hier was nützt. Vom Gefühl würde ich sagen, ja, aber hey, die Bienen sind auch wirklich hier, die machen halt so ihr eigenes Ding. Ist ganz schwierig mit esoterischen Sachen, sage ich mal, das zu beurteilen. Da müsste man wirklich wissenschaftlich hingehen und ich würde mal sagen, mindestens 60 Völker in einer Linie, wo das Mandala haben und im selben Bienenstand 500 Meter weiter. Selbes Gebiet, anderer Bienenstand meine ich, 500 Meter weiter nochmal die Kontrollgruppe aufbauen mit derselben Anzahl von Völkern, wo kein Mandala haben. Und dann sollte am besten auch das alles eine Tochterkönigin sein von einer, also mit einer Linienzucht, dass man auch wirklich sagen kann, hey, das ist eigentlich alles eine Genetik. Und dann haben wir auch wirklich 2 verschiedene Felder aufgebaut, also sprich, das eine Feld hat nur die Genetik von einer Königin, bekommt das Mandala und der nächste Bienenstand hat auch in der Linie dieselbe Genetik, nur ohne Mandala. Also so könnte man wissenschaftlich rangehen, um zu verifizieren, ob sowas was bringt. Wenn ich das jetzt nur auf einzelne Völker verteile mit völlig unterschiedlichen Genetiken, dann kann ich halt im Nachhinein nicht fest sagen, hey, das Volk hat sich jetzt besser entwickelt, weil ich da sowas draufgelegt habe. Aber war jetzt nur am Rande. Darum soll es ja heute gar nicht gehen. Und hups, rede ich schon wieder so viel. Das war auch nicht ganz geplant. Der Honigraum, der ist schwer geworden. Eieiei. Oh Gott, das ist ein Übertreiber-Bienenvolk. Wie gesagt, die waren schon immer gut. Und ich bin auch sehr zufrieden mit dem Wabenbau, was die Bienen hier leisten. Weil es gibt auch Völker, die bauen sehr viel krumme Waben rein oder Dickwaben. Und das tut die Genetik hier wirklich überhaupt nicht. Das begeistert mich. Ja. Ich werde das Bienenvolk, solange ich kann, im Schwarmtrieb halten.
damit ich da immer mal wieder Königinnenzellen mit aufsitzenden Bienen auch rausnehmen kann, um die zu vermehren. Auch wenn das eins meiner Lieblingsvölker ist, würde ich niemals den Fehler machen zu sagen, ja, nur vermehren von diesem einen Bienenvolk. Innerhalb der Parameter der regenerativen Bienenhaltung werden nur Völker vermehrt, die besser sind, während die schlechteren gehen dürfen. Und das ist halt schon mal ein großer Unterschied zu dem Thema Linienzucht. Also da haben wir ja schon mal einen ganzen Haufen von Bienchen, die ich jetzt aber nicht nehmen will, um hier meine zwei Waben zu verstärken, die zwei Kammern, weil ich sehe hier einfach noch viel zu viele Altbienen drauf und die fliegen mir zurück. Ich hätte gerne für die Verstärkung hier Jungbienen. Wie immer schieben wir hier die Kiste vor, also die ganzen Rähmchen, und dann kann es losgehen. Also Baubienen sind eigentlich auch ganz gut zur Verstärkung. Und das ist das, wo ich meine, ihr seht, wir haben jetzt hier eine Nektarfüllung, ist nicht viel, aber zumindest schon mal etwas. Und deswegen würde ich gleich mal sagen, gib den Bienen Happy Happy. Tu mal gleich mal hier rein. Dann hat die kleine Kiste auch gleich mehr Bienenmasse. Und ihr seht, das kann ich im Frühling machen. Es waren zwei verschiedene Bienenvölker. Also die Bienen sind jetzt sozusagen hier kombiniert von zwei Völkern mit zwei verschiedenen Pheromonquellen. Und passieren tut aber trotzdem nichts. Und wenn man sowas macht, man muss wissen, was man tut und zu welcher Jahreszeit, weil normalerweise sollte man die Königin-Pheromone vorher ausschalten. Also sowas nicht bitte blind machen, sondern wirklich dann mit Fachwissen. Auch hier haben wir Brut, Drohnen, die noch nicht verdeckelt sind. Und in allen Fällen mal mehr als genug Bienen. Da sehe ich auch sehr viele Jungbienen. Und ich habe das, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt in den Videos mit dieser Thema Bekämpfung von Varroamilben oder Entnahme von Varroamilben durch Biotechnik. Das steht auch bei mir im PDF der regenerativen Bienenhaltung so drin. Wir haben ja hier zum Beispiel die Brut reingesteckt von einem Volk, wo möglicherweise Varroa, das ist nicht möglicherweise, das ist so, da ist Varroa immer in der Brut drin, auch wenn die Völker gut aussehen. Und hier habe ich eine offene Drohnenwabe. Jetzt kann man doch was Schlaues machen und sagen, ich brauche da Soße noch mehr Bienen drin. Und wenn ich hier Drohnenbrut offen in so ein Volk reinhänge, dann wird ja die ganze Varroa hier in diese Drohnenbrut reingehen. Und dann kann ich sie wieder mechanisch rausschneiden. Deswegen machen wir das jetzt auch genauso. Man darf natürlich dann nicht verpennen, die Drohnenbrut zu entnehmen, bevor sie schlüpft. Drohnenbrut schlüpft bei Tag 24. Vielleicht finde ich ja jetzt nochmal zwei Futterwaben. Also hier haben wir ja schon eine drin, ist aber klein. Wenn ich jetzt noch eine größere finde, dann nutze ich die natürlich. Das war unsere Drohnenbrut. Und da unten hängen Bienen dran. An so einem Bollen wird die Königin nie sich auffallen, deswegen kann man hier die einfach abzupfen und die dann hier reinlaufen lassen. Und ja, man kann sogar hier noch ein bisschen abschütteln, weil die kann ruhig noch ein paar Bienen mehr verkraften. Super. Noch ein paar mehr, komm schon. Ja, wunderbar. So wird es doch was. Also mir ist immer wichtig, dass ihr, wenn ihr so Königin vermehrt, dass wir gehen immer über die breite Masse, weil wir wollen wirklich gute Königin haben. Und für eine gute Königin muss auch eine ausreichende Bienenmasse einfach vorhanden sein. Die Wabe werde ich auf jeden Fall noch mal rausnehmen, wegen den Varroamilben. Wollen wir nicht riskieren, dass die da schlüpfen. Weg damit. Wachsgewinnung, biologische Varroa-Entfernung. Und das hindert übrigens auch den Schwarmtrieb. Also nur durch Entnahme von Brut im Allgemeinen kann der Schwarmtrieb runtergedrosselt werden. Meine regenerative Bienenhaltung ist mitunter angelehnt an Betriebsweisen, die in Asien stattfinden.
Und wenn ihr nach Thailand zum Beispiel geht und sagt, ihr habt Probleme mit Varroamilben, die Imker werden euch alle auslachen. Weil, nicht weil die Varroa hier nicht in den Griff kommt, sondern weil die Varroamilbe ist in Asien nicht das Problem. In Asien haben die Imker mit der Tropeleapsmilbe zu kämpfen, die sich viel schneller entwickelt, die viel kleiner ist, die viel gefährlicher ist, in Anführungszeichen, für die Bienen. Und trotzdem haben die Imker dort ohne Chemie uns wirklich Längen voraus in der natürlichen Entmilbung. Jetzt kann man natürlich sagen, klar, die haben natürlich auch dieses geile Wetter dort. Aber der Trick dort, dass die Tiere nicht an beiden Milben sterben, sondern mit beiden Milben eigentlich besser klarkommen, wie hier bei uns in Europa mit nur der Varroamilbe, ist einfach folgendes: Die schneiden konstant Brut raus und nehmen somit die Vermehrungszyklen von den Varroamilben einfach nur durch ihre Hand raus. Und wo ich das dort mitbekommen habe, da habe ich ja gelebt in Thailand, im Dschungel, habe ich da die asiatischen Honigbienen mir genauer unter die Lupe genommen. Und mir ist natürlich klar geworden, ja hey, also das ist eins der Möglichkeiten, die man biologisch nutzen kann, um die Milben gar nicht erst ja, wuchern zu lassen. Und es geht einfach, es macht eine wunderbare Bienenwachsproduktion als Nebeneffekt. Und auch eine ganz tolle Sache ist, die Bienen haben dadurch immer wieder einen frischen Wabenbau. Und das ist für die Tiere unglaublich gesund. Noch ein Nebeneffekt ist, durch Brutentnahme wird der Schwarmtrieb gedrosselt, hat man weniger Arbeit und das Risiko sinkt, dass eure Bienen dann als Schwarm irgendwo leider verhungern und sterben oder von Krankheiten überfallen werden. Gut, jetzt haben wir hier, also die zwei sind fertig. Und jetzt machen wir hier nochmal die Schwarmzellen rein von dem Volk mit natürlich aufsitzenden Bienen. Hier ist eine Schwarmzelle. Hier oben war keine. Da sehe ich auch nichts. Und natürlich darf die Königin auf gar keinen Fall hier aus Versehen rübergesetzt werden. Das wäre ein super GAU. Ich will noch eine schönere Schwarmzelle finden. Werden wir auch haben bald. Hier ist jetzt zum Beispiel nichts. Wenn man sich sicher sein will, dann muss man halt kurz abschütteln. Dieses Abschütteln, wie ich es im letzten Video auch nochmal dazu geschrieben habe ins Kommentarfeld, ist jetzt nicht nur da, um die Biene wegzukriegen, weil Abschütteln in der Tat mache ich auch nicht gern, wegen dem Verrutschen der Larven. Nur, wenn ich jetzt halt auch Königin verkaufen möchte und selbst mich verantwortlich fühle für eine gute Bienengenetik in der Luft, dann muss ich halt schon immer wieder auf die Brutkappen hier schauen, um Verhaltensmuster von der Biene erkennen zu können, um später zum Beispiel Völker mehr zu vermehren, die dieses Varroa-sensitive Verhalten haben. Weil in der Tat gibt es ganze genetische Linien von Bienen, die haben das gelernt, die Zellen aufzuknabbern und da beständig reinzugucken, wenn da irgendwas nicht stimmig ist. Und natürlich möchte ich genau solche Tiere auch dementsprechend vermehren bei mir im Bestand. Hier schlupft gerade eine Biene in die Zelle rein, das heißt, hier ist schon eine Füllung. Und was haben wir hier auf der Seite? Das hier sieht noch nicht gefüllt aus. Nein, da war noch die Königin gar nicht drin. Aber hier oben, wow, hier schön, ne? Da ist auch wieder eine gefüllte Schwarmzelle. Noch nicht so groß, aber okay. Wir haben jetzt genau auf der Wabe allerdings die Königin. Hänge ich mal kurz raus. Aber wenn ich jetzt eine bessere finde, dann hänge ich die rüber. Gucken wir mal. Was haben wir denn hier? Hier sind auch Schwarmzellen. Ja. Also deutlich sichtbare Schwarmzellen. Allerdings, vielleicht finde ich noch eine bessere. Man sucht sich natürlich immer die schönsten Zellen aus, ganz klar. Hier ist mit Sicherheit noch kein Ei drin. Oh doch, da war ein Ei drin. Hoppala, mal dazu. Kann die Biene reparieren. Nee, aber die Wabe ist auch ein riesiges Brutbrett. Die lassen wir hier im Volk drin. Jetzt müssen wir die restlichen Zellen platt drücken. Sonst machen die einen Schwarm.
Also hier die Zellen mache ich jetzt auch platt. Da gab es schönere nämlich. Und jetzt bleibt noch eine Wabe übrig. Gucken wir mal, ob da vielleicht noch schöne Zellen sind. Nee, das sieht aber gar nicht nach Zellen hier aus. Aber hier können wir wieder die Bienentraube da unten, die Baubienen, die können wir da wieder reinschmeißen. Baubienen fliegen teilweise zurück, aber nicht so arg wie jetzt die Flugbienen. Okay, jetzt haben wir hier noch die Wahl. Wir können jetzt diese Wabe hier nehmen. Da waren ja auf jeden Fall Schwarmzellen drauf. Oder wir nehmen jetzt diese Wabe, wo die Königin drauf war. Und da hier aber auf der Wabe noch viel zu viel Eier sind und Larven, würde ich sagen, wir nehmen auf jeden Fall die andere Wabe. Weil mir geht es ja auch darum, dass relativ fix da die Jungbienen schlüpfen. Dass die nochmal zusätzlich auch Wärme und das Volk pflegen können. Immer in die Lücken hier gucken, also genau hier in diesen Lücken da befinden sich immer diese Schwarmzellen. Und da muss ich natürlich auch wieder sagen, dass mein Home-Hive-System dementsprechend ausgeklügelt ist, weil auf diesen Naturbögenwaben, da fühlen sich die Bienen besonders wohl, die Schwarmzellen auch an die richtige Position zu bringen. Und das war jetzt die Wabe, wo wir noch welche drauf hatten, Schwarmzellen. Und die hängen wir jetzt rüber in das Begattungs-Home-Hive, also ins Königin-Home-Hive. Wo war die Zelle, dass ich es euch zeigen kann? Hier. Cool. Und rüber damit. In 7 Tagen wird dieses Bienenvolk definitiv noch mehr Schwarmzellen haben. Die fangen jetzt erst so richtig an mit der Schwarmzeit. Also es war jetzt heute noch gerade mal so der Anfang. Ich hätte gern hier noch ein paar mehr Bienen. Dann nehmen wir doch die. Und eine Pollenwabe brauchen wir drüben nicht im Königin Home Hive. Ja. Ne, Moment mal, also die Drohnenbrut, die lassen wir jetzt schlüpfen, genau. Wir brauchen ja definitiv Drohnen, das hätte ich mal sparen können im Besengrad. Wie war das danach? Ist man immer schlauer. So, wir vermitteln das Volk, weil wir haben ja hier jetzt unsere 2 Leerwaben. Die sind schon leer. Jetzt machen wir hier nochmal 2 Leerwaben rein. Und wenn es nicht ganz gleichmäßig ist, dann spielt es keine Rolle, ob wir jetzt hier oder dort anstaffeln. Ich würde fast sagen, wir machen hier noch den Oberträger rein. Dann sitzt das Bienenvolk nämlich einigermaßen mittig. Hat es halt hier 3 leer und hier 2 leer. Und alleine das, was ich jetzt schon gemacht habe, reicht aus, um wieder den Schwarmtrieb runterzudrücken. Das heißt, die Biene hat nicht mehr so Druck zu schwärmen. Und wir haben gleichzeitig die Genetik vermehrt und Altfarben rausgenommen. So, bevor die jetzt alle einen Abgang machen, machen wir jetzt mal die Klappe zu. So, ihr dürft alle darüber bitte. Kommt schon. Los geht's, Mädels. So. Die restlichen Bienen, die müssen jetzt auch weg. Dass das auch alles hier sitzt. Die pusten wir jetzt einfach weg. Bitte nicht pusten, wenn ihr die Stiche im Gesicht nicht gewöhnt seid. Wenn man es riskieren will, ist Pusten allerdings wirklich die schnellste Variante. Und übrigens das, was ihr alles seht, wenn ich so die Bienen so wegschicke mit meiner Hand, das ist das, wo ich halt auch über viele Jahre gelernt habe. Ich mache das, ohne da irgendein Tier zu verletzen. Das sieht vielleicht grob aus für einen Laie, ist aber tatsächlich total zahm, was ich da mache. Weil, seht ihr, ich nehme die Biene nur und mache einfach zack und weg ist sie. Und wenn ich es halt schnell mache, dann gehe ich halt da mit dem Finger zack durch. Das ist wie ein Besen sozusagen für mich, meine Fingerspitzen. Ich habe dabei eigentlich so gut wie nie eine Biene erwischt. Das ist fast nicht möglich.
Wenn man da mit Gefühl rangeht, sieht es einfach nur schnell aus und verwirrend vielleicht für manche Zuschauer, aber dem Tier an sich passiert da gar nichts. Cool, also jetzt haben wir hier jede Menge Königin und ihr habt ja gesehen, ich habe in jede Kammer mehr wie eine Zelle reingetan. Laut den Parametern meiner Bienenhaltung packe ich bis zu 3, 4, 5 Zellen rein, je nach Volksgröße, um eben die Selektion auch wirklich ausreizen zu können. Und ja, ich riskiere dadurch das Thema Nachschwärme. Muss aber auch sagen, mit der Technik hier von dem Homehive ist das Nachschwarmgefahr jetzt auch nicht so besonders arg. Hin und wieder, da passiert es mal, das hält sich aber wirklich stark in Grenzen. Übrigens habe ich jetzt auch Bienenmasse hier dem Volk ein bisschen abgezogen, was auch nochmal den Schwarmtrieb runterdrückt. Und was wir jetzt auch noch gleich machen, je nachdem wie der Honigraum jetzt da oben aussieht, kriegen die gleich Honigraum Nummer 2 oben drauf. Und dadurch hat das Volk wiederum mehr Platz. Heißt, wir haben wiederum mehr gedrosselt vom Schwarmtrieb. Und so schwer wie die Kiste hier ist, würde ich sagen, ja, machen wir auf jeden Fall eine zweite Kiste drauf. Ihr seht ja, das Volk ist zum Platzen groß. Und der Honigraum bei dem Homehive-System, der kommt ja immer dann drauf, der zweite oder auch eben der dritte, je nachdem wie die Tracht eben sich verhält. Der kommt immer dann drauf, wenn da unten alles bockelvoll ist. Zum Beispiel mit vollkommen gefüllten Honigwaben. Die müssen in dem Fall auch nicht alle verdeckelt sein. Es reicht aus, wenn die einfach voll sind. Und vor allen Dingen ausgebaut. Wenn ich mir das jetzt hier mal angucke, das waren ja die Randnaturwaben, die sind bockelvoll. Und wenn in der Saison die Randwaben voll sind mit Honig oder Nektar, dann brauche ich da drin gar nicht gucken. Das ganze Ding da innen drin ist auch bockelvoll. Was ich hier allerdings gesehen habe, das letzte Mal habe ich hier den Strich vergessen. Den müsste ich hier jetzt nochmal machen. Da war ein X und hier war ein X. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da müssen wir uns mal genauer gucken. Ja, es ist vor allen Dingen auch immer gut, wenn man ein paar Futterwaben immer auf Lager hält für andere Völker. Ich würde sagen, ich lagere die jetzt einfach hier in dem System. Weil ich möchte auf gar keinen Fall eine Zuckerkontamination haben. So, von daher machen wir jetzt hier mal unsere Linie. Das sind alles Waben, die werde ich nicht abernten. Das ist für die Bienen. Und überall, wo jetzt nicht der Strich drauf ist, das sind meine Waben. Und normalerweise lasse ich immer nur 4 Waben drin pro Volk. Ich kann aber früher oder später so 2 oder 3 Waben wegziehen, wenn ich jetzt ein neues Bienenvolk gründe und als Kundenschwarm einschlag, dann kriegen die auch wieder Futterwaben. Dann habe ich hier immer noch eine kleine Reserve drin. Hier scheinen ein paar Bienen den Eimer interessant zu finden. Wenn ihr sowas seht, müsst ihr immer einen Deckel sofort zumachen. Wegen der Gefahr, dass Bienen da rumlaufen im Drohnenbruteimer und sich dementsprechend auch die Varroamilben wieder zurückholen. Die übrigens rauskommen, die Milben, wenn man die Waben abschneiden tut. Wenn die Zelldeckel offen sind, fangen die Milben an, da rauszugucken, weil sie wissen wollen, was ist da eigentlich gerade passiert mit meinem Zelldeckel oder mit meiner Brut. Wir nehmen jetzt übrigens auch so einen kleinen Imkertrick und sagen einfach Bienenvolk, du bekommst ausgebaute Waben. Zum Beispiel die, wo ich euch letztens im Wabenlager oben gezeigt habe. Ich mache sie gleich auf, da könnt ihr reingucken. Keine Mittelwände, sondern ausgebaute Honigwaben vom letzten Jahr. Wenn die so geriffelt sind, waren die auch schon mal in der Schleuderung. Ist alles nicht schlimm, die Biene macht das alles tipptopp wieder sauber. Und vor allen Dingen holt sie das Geriffel wieder raus. Und wenn ihr das nächste Mal hier guckt in 7 Tagen, ist das ein wunderschönes Wabenwerk, wo man meine Eingriffe der Entdeckungsgabel nicht mehr sieht. Und immer wenn ihr den Bienen ausgebaute Waben gebt, ist ja klar, dass die da sofort Honig reinspucken und dann dadurch eben der Ertrag deutlich nach oben geht. Wenn ihr Mittelwände nehmt, ist es auch schon eine Steigerung zur Naturwabe im Vergleich.
Aber tatsächlich sind ausgebaute gelbe Waben das Nonplusultra, wenn es eben um eine schnelle Honigproduktion geht. Und auch bei mir muss ich Honig verkaufen, sonst kann ich mich nicht mehr um meine Bienen kümmern, weil einfach das Geld weggeht. Gott sei Dank lebe ich nicht vom Honig, sondern ich lebe von der Dienstleistung meiner Bienenhaltung und hoffentlich dann auch bald vom YouTube-Kanal. Und hier muss ich auch nochmal sagen, alles was ich hier mache bei dem YouTube-Kanal ist letzten Endes Promotion für unser Projekt permabees.org, weil da brauchen wir dringend Unterstützung von der Menschheit. Alleine schaffen wir das nicht. Wir können überall die Permakultur nur mit ganz viel fremder Hilfe, mitunter auch von euch, dann schaffen. Spendengelder sind immer gerne erwünscht. So, was haben wir hier gemacht? Wir sind im April noch. Wir haben Drohnenbrut rausgenommen. Wir haben Bienen rausgenommen. Wir haben Brut rausgenommen. Verhalten war gut. Gesundheit war gut. Entwicklung war gut. Bautrieb war gut. Schwarmtrieb war gut, weil sie nicht so arg rumspinnen. Honigertrag war auch gut. Und hier muss ich auf jeden Fall noch hinschreiben, Bienenvolk vermehren, weil die ja so wertvoll sind. Da kann man auch definitiv noch ein paar mehr Königinnen machen. Deckel zu, Mandala rein und die Klammer nicht vergessen, bevor der Wind den Deckel mal wegschiebt. Hier seht ihr, ich habe die Kiste nur offen gelassen und alle Bienen sind schon fast weg. Und da die jetzt ja von einem anderen Standpunkt kommen, orientieren sich die Flugbienen, wo hier jetzt rumsausen, an der Pheromonquelle der anderen Bienen. Das heißt, die werden alle sich in das Volk einbetteln. Und das funktioniert auch bei den Honigbienen, ganz gut sogar. Und das Bienenvolk, also hier diese drei Bienenvölker sozusagen, die stelle ich jetzt da hoch auf den Balkon. Und dann warten wir, bis die Königin schlüpft, begattet ist. Und wenn eine begattete Königin da rumeiert, dann kann ich ja direkt die sofort verkaufen, wenn jemand fragt. Oder aber auch für meine eigenen Völker einsetzen. Und wie das dann funktioniert, das machen wir in dem nächsten Video. Hier beim Muttervolk gucke ich jetzt wieder in den nächsten 7 Tagen rein, weil solange sie Schwarmtrieb haben, muss ich entweder eine komplette Maßnahme treffen, wie wirklich komplett Brut raus, oder eben Kunstschwarm bilden mit der Altkönigin und Zellen stehen lassen für eine junge, neue Königin. Oder noch eine Variante ist halt, man schröpft es immer wieder ab, so wie jetzt gerade, und hält den Schwarmtrieb so lange, wie es geht. Und das würde dann der Königinproduktion zugutekommen und auch der Honiggewinnung. Jetzt habe ich gerade gemerkt, dass ich da was vergessen habe. Und das ist ein ganz wichtiger Notizpunkt, weil ich habe ja nicht nur Drohnenbrut geschnitten, ich habe jetzt auch Drohnenbrut schlüpfen lassen. Und immer wenn ich Drohnenbrut schlüpfen lasse, dann mache ich mir hier einen Kreis hin. Das ist wichtig zu wissen, weil wer Drohnenbrut schlüpfen lässt, darf sich nachher nicht wundern, dass wir eine höhere Milbenbelastung haben. Und die Punkte korrelieren auch immer jedes Jahr. Das heißt, wenn ich da einen Kreis mache, dann habe ich 3 Monate später oder 2 Monate tatsächlich eine höhere Varroa-Infektionsrate. Und da ich jetzt die Kamera so schon wieder laufen habe, zeige ich euch mal schnell, wie man hier jetzt dieses Volk noch aufbaut. Dann habt ihr das auch gesehen. Und ich habe auch im Video vergessen, noch mal einen kleinen Vorteil hier von dem Home Hive der Königinproduktion zu zeigen. Und der wäre hier innen drin. Seht ihr diese Querbalken? Wenn ich hier eine Königin rausnehme, ist das Volk ja weißellos. Wenn hier noch eine Königin drin ist, brauche ich bloß eigentlich nach einem Tag alle Zellen brechen, wo entstanden sind durchs weißlose Volk. Dann kann ich hier den ganzen Oberträger rausnehmen und dann verbinde ich das Bienenvolk. Und so kann ich auch in meinen Begattungskisten durch den Winter kommen, weil wenn zum Beispiel nur noch eine Königin später übrig bleibt von 3 Kammern, nehme ich hier 2 Balken raus und überwinter das Bienenvolk auf eine Home-Hive-Kiste. So, ich glaube, ich muss den Stein noch ein bisschen vorstellen. Ja, sonst passt es nicht. Hoppala.
jeden Fall schon mal der richtige Bit. Dann kann es nur noch der hier sein. Jawohl. Und dann machen wir die Fluglöcher auf und ich hoffe, man sieht es jetzt hier mit der Kamerawinkel. Es sind jeweils 2 Fluglöcher pro Scharte. Und dann schiebt man die wieder vor. Immer alles so schwer in der Imkerei. Ich habe mir da übrigens vorhin extra 2 Lamellen rausgenommen von meinem Balkon, dass hier das Bienenvolk gut fliegen kann. Und das können wir hier auch relativ dicht dran stellen, damit ich mir Platz spare. Und eigentlich kann ich es mir hinten sparen zu verankern, aber es sieht auch besser aus, wenn ich es tue. Deswegen machen wir das natürlich. Schon wieder der falsche Bit. Oder die falsche Schraube, je nachdem, wie man es nimmt. So, also das Ding ist sturmsicher. Hier auf meinem Balkon sowieso. Und ich denke, ich werde hin und wieder auch mal Videos drehen, wo jetzt nur zum Thema Königinkiste dann betitelt werden, dass man auch weiß, wie man in der renativen Bienenhaltung, die mit den Königinnen dann im Jahresverlauf umgehen kann. Füttern muss ich die jetzt erstmal nicht, da draußen ist mehr als genug. Wenn es knapp wäre, dann muss die Futterkiste drauf. Oder halt Futterwaben als Topperwabe reingehängt werden. So, jetzt war es das aber mit dem Video. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.